Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen in der Staatskanzlei zu unserem heutigen Pressebriefing zum Stand der Soforthilfen mit dem Wirtschaftsminister Professor Dr. Andreas Pinkwart. Wie in den vergangenen Wochen ist es möglich, dass Sie Ihre Fragen als Journalisten uns auch an die bekannte E-Mail-Adresse senden oder sich über das entsprechende Videotool heute hier in die Pressekonferenz einschalten. Zunächst zur Einführung, Herr Minister. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kracht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Krisenzeiten wie diese erleben wir alle gemeinsam sehr intensiv. Dabei ist es erst einen Monat her, auf den Tag genau, seitdem wir die NRW-Soforthilfe mit einer Pressekonferenz hier in diesem Raum gestartet haben. Es ist das bisher größte Wirtschaftsprogramm in Nordrhein-Westfalen, mit dem Bund und Land gemeinsam die kleinen Unternehmen sicher durch die Krise lotsen wollen. So schnell die Corona-Krise kam, so schnell mussten wir auch handeln. Und so schnell, unbürokratisch und wirksam musste die Hilfe sein, die wir anbieten. In einem gewöhnlichen Förderprogramm, zum Beispiel unser Progress-Programm zur Förderung der emissionsarmen Mobilität, erhalten wir jährlich ca. 15.000 Anträge, die wir mit einem Fördervolumen von 35 Millionen Euro bescheiden. Das sind so schon große Förderprogramme, die das Land Nordrhein-Westfalen auflegt. Hier beim Sofortprogramm für die kleinen Betriebe in Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Monat alleine rund 417.000 Anträge eingegangen. Diese Dimensionen sind nur mit starken Partnern zu bewältigen. Daher haben wir innerhalb von wenigen Tagen mit den Bezirksregierungen, mit IT-NRW, der Finanzverwaltung und den Kammern einen von Anfang bis Ende digitalen Prozess entwickelt, damit das Geld von Land und Bund schnell und sicher bei den Betroffenen ankommt. Unseren Partnern möchte ich an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich danken. Ohne ihr Engagement, auch an den Wochenenden, wäre die NRW-Soforthilfe so nicht möglich gewesen. Einen besonderen Akzent haben wir durch unsere Förderung für etwas größere Betriebe gesetzt, da die Mittel des Bundes auf Betriebe mit bis zu 10 Mitarbeitern begrenzt waren, hat das Land Nordrhein-Westfalen eine eigene Förderung für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern entwickelt und unter das Dach des gemeinsamen Soforthilfeprogramms gestellt. Einen Monat nach dem Start ist es Zeit für eine erste Bilanz. Eine gute Nachricht gleich vorweg. Heute Vormittag bereits erhielten weitere 31.000 Kleinbetriebe, Freiberufler und Solo-Selbstständige in Nordrhein-Westfalen die NRW-Soforthilfe. Damit steigt die Gesamtsumme der ausgezahlten Unterstützung auf exakt 3,433 Milliarden Euro. Damit haben rund 80% der Antragsteller, die einen Antrag mit eindeutiger Steuernummer eingereicht haben, ihre dringend benötigte Hilfe erhalten. Von allen 385.000 bisher bewilligten Anträgen wurden sogar 86% bis zum heutigen Tage schon ausbezahlt. Schaut man in die anderen Bundesländer, dann stellt man fest, dass das sicherlich nicht nur, was die Größe insgesamt des Volumens anbetrifft, sondern auch prozentual hier einen absoluten Rekordwert darstellt. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für alle, die das Geld nun in den letzten 4 Wochen erhalten haben, beträgt lediglich 8 Tage. Und im Mittel waren es 5 Tage, weil beim ersten Schwung ganz vielen bereits die Hilfe haben auszahlen können. Das zeigt, die Hilfe ist schnell angekommen. Das ist umso beeindruckender, als wir vor Ostern aufgrund von betrügerischen Fake-Seiten die Antragstellung unterbrechen und die Auszahlung für eine Woche stoppen mussten. Wie Sie wissen, hatte das Landeskriminalamt uns vor Ostern die ersten Ermittlungsergebnisse vorgestellt. Um zu verhindern, dass abgefischte Daten zu Zahlungsumlenkungen auf betrügerische Konten führen, haben wir die Auszahlung sofort gestoppt. Dafür hatte ich Sie zusammen mit meinem Kollegen Innenminister Herbert Reul umfassend informiert.
Inzwischen wurden mehr als 900 Anzeigen aufgrund von Subventionsbetrügereien im Zusammenhang mit gefälschten Webseiten der Corona-Soforthilfe bei der Polizei erstattet. Davon konnte bisher ein Viertel intensiver geprüft werden. Zu einer tatsächlichen Zahlungsumlenkung kam es in diesen Fällen allerdings nur bislang jedenfalls in 2 Fällen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 34.000 Euro. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen sind hochdynamisch und dauern an, sodass sich diese Zahlen in den nächsten Tagen auch weiterentwickeln werden. Zudem ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug in weiteren Fällen, die nicht auf gefälschte Webseiten zurückzuführen sind, nachdem einigen Geldhäusern verdächtige Kontobewegungen aufgefallen sind. Über die weitere Entwicklung werde ich Sie zusammen mit dem Kollegen Reul auch in diesen Fragen weiter informieren. Die Aussetzung der Zahlung haben wir gemeinsam mit Bezirksregierung, IT-NRW, der Finanzverwaltung und Sicherheitsexperten genutzt, um alle im Laufe des Programmstarts als problembehaftet bewertete Anträge zu überprüfen. Wir haben dafür eine Sicherheitsschleife nutzen können, die wir im Verfahren von Anfang an angelegt hatten. So haben wir die Zeit genutzt und die Zweifelsfälle gründlich analysiert und bearbeitet. Darunter fallen Mehrfachanträge und andere Verdachtsfälle, die zunächst aussortiert worden waren und nun durch den Finanzamtscheck laufen konnten. Insgesamt wurden so mit Hilfe der leistungsstarken Finanzverwaltung rund 100.000 Datensätze auch in Wochenendarbeit geprüft. Am 12. April wurde die NRW-Soforthilfe wieder gestartet. Diese Unterbrechung hat natürlich zu Unsicherheit bei den Antragstellern geführt, die sich auch in den sozialen Netzwerken ausgedrückt hat. Hierfür bitte ich noch einmal alle Antragstellerinnen und Antragsteller um Verständnis. Wir wissen um die Situation gerade der Kleinbetriebe in dieser Krise und haben deshalb alles daran gesetzt, die Hilfen schnell wieder fließen zu lassen. Seit der Wiederaufnahme wurden 39.000 Soforthilfen in Höhe von 400 Millionen Euro ausgezahlt. Und trotz Unterbrechung beträgt die durchschnittliche Bearbeitungszeit für die in den vergangenen 4 Wochen getätigten Auszahlungen, wie ich vorhin bereits sagte, im Durchschnitt nur 8 Tage. Beantragung, Bewilligung und Auszahlung. Dieses hohe Auszahlungstempo wollen wir auch in den verbleibenden Wochen beibehalten. Wir arbeiten gerade an den seit Wiederfreischaltung der Seite neu eingereichten Anträge und hoffen sehr, dass wir hierzu auch in dieser Woche bereits weitere Zahlungen werden veranlassen können. Die Soforthilfe, meine Damen und Herren, ist also angekommen. Wir bewerben in allen Medien die Webseite mit dem Antragsformular soforthilfe-corona.nrw.de und beobachten mit den Ermittlern des LKA die Szene sehr genau, um auf Fakes, Versuche, aber auch andere kriminelle Machenschaften schnell reagieren zu können. Gleichzeitig arbeiten wir intensiv an einer Lösung für die Solo-Selbstständigen, die einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen leisten und ebenso wie die Betriebe unter Umsatzverlusten und Auftragsstornos leiden. Wie Sie wissen, dürfen Sie die Soforthilfe nicht für Ihren persönlichen Lebensunterhalt nach den Vorgaben des Bundes nutzen. Nach dem Willen des Bundes sollen Sie dafür die Grundsicherung in Anspruch nehmen. Gemeinsam mit Bremen, das den Vorsitz der Wirtschaftsministerkonferenz innehat, hat Nordrhein-Westfalen beim Bund dafür geworben, auch für diese Unternehmerinnen und Unternehmer eine differenzierte Lösung zu ermöglichen. Nach dem Willen der großen Mehrheit der Länder sollen die Betroffenen nun selbst wählen können, ob sie für ihren Lebensunterhalt auf die Grundsicherung oder die Soforthilfe zurückgreifen wollen. Dieser Vorschlag eines Optionsmodells hat auf der Wirtschaftsministerkonferenz eine parteiübergreifende deutliche Mehrheit gefunden. Wirtschaftsminister Altmaier hat uns zugesagt, über dieses Optionsmodell mit dem Finanzminister Scholz zu sprechen. Mein Kollege Finanzminister Lutz Lienkämper will sich auf der Finanzministerkonferenz an diesem Donnerstag für dieses Modell ebenfalls einsetzen und auf den Bundesfinanzminister zugehen. Sie sehen, Nordrhein-Westfalen setzt derzeit mit nahezu allen anderen Ländern die Hebel in Bewegung, um für die Solo-Selbstständigen eine unbürokratische und schnelle Lösung zu erreichen. Wir möchten auch
Gründerinnen und Gründer, die ihre Leistungen erst nach dem 31. Dezember 2019 angeboten haben, durch Soforthilfen unterstützen. Die neu gegründeten Unternehmen, die in diesem Jahr neu gegründeten Unternehmen, haben in der Regel keine Rücklagen, um die schwierige Situation zu überbrücken. Es ist uns da ein wichtiges Anliegen, auch diese Zielgruppe weiter zu unterstützen. Denn keine Idee soll durch die Corona-Krise verloren gehen. Hierfür wollen wir ebenso wie bei den regulären Anträgen auf NRW-Soforthilfe ein weiterhin medienbruchfreies digitales Antragsverfahren zur Verfügung stellen. Gründerinnen und Gründer, die nach dem 31.12.2019 und vor dem 11. März ihre Waren und Dienstleistungen am Markt angeboten haben, können mit Hilfe ihres Steuerberaters einen Antrag stellen. Sie müssen dabei belegen, dass sie bis zum 31. März bereits Umsätze erzielten oder mindestens einen Auftrag durch einen Kunden vorliegen hatten oder sie bereits eine langfristige oder dauerhaft wiederkehrende betriebliche Zahlungsverpflichtung eingegangen sind, zum Beispiel einen Pachtvertrag für ein Ladenlokal. Das Vorgehen haben wir mit den drei Steuerberaterkammern in Nordrhein-Westfalen abgestimmt. Die arbeiten an dem elektronischen Formular und die notwendigen Abstimmungen mit allen Beteiligten laufen auf Hochtouren. Ich hoffe, dass wir noch in dieser Woche zu einer Umsetzung kommen. Damit bringen wir eine weitere wichtige Verbesserung für junge Unternehmen auf den Weg, die wir bereits durch das aufgestockte Programm der NRW Bank und das erweiterte Gründerstipendium unterstützen, damit sie nach der Krise an der Aufwärtsentwicklung teilhaben können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie geht es beim Sofortprogramm weiter? Nun zunächst einmal, Anträge können noch bis Ende Mai im vorhandenen Programm gestellt werden. Die Wirtschaftsminister der Länder haben sich bereits für eine Verlängerung oder Ergänzung der Hilfen für jene Unternehmen und Branchen ausgesprochen, die von Öffnungsbeschränkungen länger betroffen sind und nicht arbeiten dürfen. Das gilt beispielsweise für die Messen sowie Unternehmen in den Sektoren Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltung und Tourismus. Darüber werden wir Sie in den kommenden Tagen und Wochen weiter informieren. Die Stimmungsindikatoren deuten darauf hin, dass die wirtschaftliche Abwärtsentwicklung stärker ausfallen könnte, als die Institute noch im März prognostiziert haben. Deswegen müssen wir alles tun, eine kluge Balance zu halten zwischen dem Gesundheitsschutz, der unverändert nötig ist, und den Spielräumen für eine vorsichtige Öffnung in den einzelnen Bereichen, die wir verantwortungsvoll im Interesse der Menschen unseres Landes nutzen wollen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Pinkwart. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Herr Steinhäuser vom WDR. Herr Pinkwart, Sie haben jetzt gesagt, nur in zwei Fällen ist tatsächlich Geld hat abgeflossen bei diesem Betrugsversuchen mit der Soforthilfe. Gleichzeitig sind 900 Anzeigen insgesamt gestellt worden. Wie erklären Sie diese Differenz? Also ist es in ganz vielen Fällen tatsächlich gelungen, das noch zu stoppen? Oder hat man das noch nicht alles ausermittelt und Sie rechnen damit, dass vielleicht doch noch ein bisschen mehr Geld weg sein könnte? Und kriegen Sie diese 34.000 Euro irgendwie wieder zurück oder ist das futsch? Ja, also erstmal ist es so, wie Sie sagen, es sind, wie ich vorgetragen habe, 900 im Moment. Kommen ja weitere Anzeigen dazu. Vorige Woche im Ausschuss waren wir bei 800 Anzeigen gewesen. Ich hatte Ihnen dargelegt, ein Viertel ist intensiver geprüft worden von diesen Anzeigen durch die Kriminalpolizei. In den Fällen, die jetzt intensiver geprüft worden sind, also ein Viertel von 900 Fällen, es ist in zwei Fällen der Nachweis erfolgt, dass tatsächlich dieses System seine Wirkung entfaltet, sprich Geld auch abgerufen werden konnte. Der Vertreter des LKA hat im Ausschuss vergangene Woche dazu ausgeführt, dass in den anderen untersuchten Fällen unterschiedliche Fallkonstellationen vorliegen. Zum einen handelt es sich bei den angezeigten Fällen auch um Fälle, wo gar keine kriminelle Handlung offensichtlich vorliegt, sondern die Antragsteller schlicht und ergreifend auf ihr Geld gewartet haben. Und wir wissen ja, dass einige länger warten mussten. Das hatte ich auch immer wieder dargelegt, auch heute. Gott sei Dank haben viele davon heute ihr Geld endlich auch bekommen, weil wir sie am Anfang wegen Zweifelsfragen zurückstellen mussten. Und diese haben den Weg der Anzeige gewählt, weil sie glaubten, dass sie möglicherweise von den Fake-Seiten betroffen sein könnten.
nur dem Umstand geschuldet, dass sie so lange warten mussten. Die muss man dort herausnehmen. Der zweite Teil, das ist aber auch vom LKA dort ausgeführt worden, ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter in den Bezirksregierungen die anderen Fälle wohl offensichtlich erkannt und entsprechend ausgesondert hatten. In welcher Größe das ist, kann ich jetzt nicht sagen, weil dazu keine Ausführungen gemacht worden sind. Aber es sind verschiedene Fallkonstellationen. Wir werden sehen, wie diese Erhebung am Ende ausgehen. Wir werden das im Blick behalten. Wir können, das habe ich gesagt, dynamisch, wir können heute nicht abschätzen, wie groß letztendlich der Schaden dadurch ist. Aber wenn wir Glück haben, ist er vielleicht nicht ganz so hoch, wie wir am Anfang befürchten mussten. Aber weitere Ermittlungen werden stattfinden. Wir hatten ja auch früh gesagt, dass man eben auch Zweifelsfälle hat, die anderen Subventionsbetrug möglicherweise nahelegen. Auch den Fällen gehen wir natürlich intensiv nach. Und da werden wir sicherlich auch einige Fälle noch zusätzlich am Ende feststellen müssen. Das ist bei einer so großen Zahl von Anträgen, glaube ich, auch gar nicht anders vorstellbar. Aber ich bin auf der anderen Seite sehr positiv gestimmt, dass wir doch so viele Anträge auch bei Doppelprüfung, auch mit den Finanzverwaltungen, jetzt auch auszahlen konnten, was ja auch zeigt, dass eine ganz überwiegende Zahl der Fälle, wie es mit redlichen Antragstellern zu tun haben. Insofern hoffe ich, dass das auch der Grundtenor des Programms weiter bleiben wird. Dann kommen wir jetzt zu Fragen von Herrn Werle von RTL West. Er fragt zum einen, das höchste bayerische Verwaltungsgericht hat die 800-Quadratmeter-Regel für verfassungswidrig erklärt. Was heißt das für Nordrhein-Westfalen? Ja, zunächst mal, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dort aber auch entschieden worden, dass die Regelung zunächst mal noch so angewendet werden kann. Man muss natürlich sehen, ich hatte es hier auch schon mal ausgeführt, dass jede Flächenbegrenzung, egal wie man sie wählt, auch Gefahr läuft, auch als willkürlich empfunden zu werden. Wir haben jetzt mit der erweiterten Interpretationsregel für die 800 Quadratmeter alle Läden geöffnet in Nordrhein-Westfalen, auch zum Teil mit einer eingeschränkten Fläche. Das halten wir für aufgrund des Pandemieschutzes für sachlich gerechtfertigt. Wenn wir eine Chance sehen, diese Begrenzung aufzuheben, werden wir die Ersten sein, die das auch sicherlich mit vorschlagen werden. Aber man muss das eben in Einklang bringen mit den anderen Zielen. Und hierzu finden ja Gespräche auch statt, regelmäßig auch zwischen Bund und Ländern. Und sollte sich dafür eine Möglichkeit öffnen, würden wir den Schritt sicherlich auch gehen. Im Moment ist das jedenfalls die Lösung, die wir im Blick genommen hatten. Und ich glaube, sie ist auch vertretbar, dass wir Schritt für Schritt zur Normalität zurückkommen und den Händlern die Möglichkeit öffnen, auch ihre Aktivität schrittweise wieder aufzunehmen. Das wird im Übrigen nach meinem Eindruck auch sehr verantwortungsvoll wahrgenommen. Man hört hier und da auch schon mal andere Stimmen, das ist sicherlich richtig, aber im Großen und Ganzen, was ich auch übers Wochenende wahrgenommen habe, wird von den Menschen und vom Handel sehr vernünftig mit diesen Regelungen umgegangen. Und wir müssen auch sehen, ich habe die Zahlen vorliegen gehabt vom 20. April und 23. April, die Umsatzzahlen des Handels im Vergleich zu den Umsatzzahlen des Vorjahres. Und wir müssen sehen, obwohl die Läden offen sind, ist der Handelsumsatz erheblich niedriger als in Normalzeiten, 50-60% niedriger. Also wir müssen sehen, dass das schon noch Regelungen sind, die eben diese Balance auch zum Ausdruck bringen. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir Schritt für Schritt dann weitere Öffnungen, wenn sie pandemisch gerechtfertigt sind, auch vornehmen können. Zwei weitere Fragen von Herrn Werle will ich zusammenfassen. Am ersten Tag der Maskenpflicht, was erwarten Sie von Ladenbesitzern und Kunden? Und was passiert, wenn die Infektionszahlen jetzt wieder hochgehen? Also zunächst mal ist noch mal mir wichtig, dass wir in dieser gesamten Diskussion um diese notwendige Balance noch mal im Blick nehmen, wo die Hauptursachenbereiche für Infektionen liegen. Und da hat das RKI uns ja sehr früh gesagt, worin das wesentlich begründet liegt. Das heißt, dort, wo Menschen sich sehr nahe kommen, face to face, wo sie keinen Mindestabstand einhalten und wo sie mindestens 15 Minuten face to face auf engerem Raum zusammenkommen. Diese Lebenssituation, die müssen wir uns immer vor Augen führen und fragen, wie können wir uns in solchen Lebenssituationen, also wie können wir sie möglichst lange vermeiden, dass wir über einen längeren Zeitraum sehr eng face-to-face mit anderen Menschen zusammenkommen. Und wie können wir, wenn wir in anderen Kontexten sind,
in denen das regelmäßig nicht der Fall ist, in Grenzbereichen dieses Risiko in diesen drei Feldern verringern. Und dazu trägt natürlich bei, dass wir Abstände einhalten, etwa in Kaufhäusern, die auch Markierungen durch Markierungen unterstützt werden, dass wir die Masken tragen, dass wir hier versuchen, dieses Verhalten zu unterstützen. Aber wir müssen sehen, evidenzbasiert ist bisher nach meinem Kenntnisstand nicht ermittelt worden, dass wir in einer Ladensituation höhere Infektionsraten haben. Denn dann hätten wir sie ja auch gesehen über die 4 Wochen, wo wir den Lockdown sehr konsequent durchgeführt haben. Denn in dieser Zeit war der Lebensmitteleinzelhandel immer geöffnet. Und da sind die Menschen auch hingegangen. Und es ist mir jedenfalls nicht bekannt geworden, dass wir es dadurch an diesen Orten mit steigenden Infektionszahlen zu tun gehabt hätten. Und deswegen glaube ich, dass wir alles das, was wir tun, sehr stark evidenzbasiert auch entwickeln sollten, mit entsprechenden Konzepten, medizinischen und hygienischen Konzepten. Und das ist nach meinem Eindruck auch das, was hier geschieht seit Beginn dieser Woche, dass wir im ÖPNV, wo wir uns näher kommen können, dass wir in gewissen Situationen, wo wir im Handel uns zu nahe kommen können, eben zusätzliche Schutzvorkehrungen machen. Meinem Eindruck wird das auch eingehalten. Wir müssen überall natürlich auch immer wieder appellieren, dass das auch durchgehalten wird. Aber ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass die Menschen da sehr viel Wert auch auf diese Dinge legen. Und wenn wir das so machen, zweiter Teil der Frage, bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir die Abflachung der Infektionsraten, wie wir sie gesehen haben, auch in den nächsten Wochen beobachten werden. Im Übrigen noch mal zu den Messgrößen, weil ja immer wieder auch eine Diskussion ist, woran orientieren wir uns denn? Was ist jetzt relevant? Sind es die Anzahl der Tage, in denen sich die Infektionszahlen verdoppeln? Oder ist es die Reproduktionsrate? Oder was ist denn jetzt maßgeblich? Dann muss man sehen, dass die Reproduktionsrate, auf die zuletzt die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung ganz wesentlich Wert gelegt hat, ja schon vor dem Lockdown bei 1 war. Also das heißt, dass wir jetzt doch einen sehr stabilen Pfad haben seit Mitte März mit dieser Größe. Und ich hoffe, dass das auch in den nächsten Wochen so anhält. Dann kommen wir jetzt zu 2 Fragen von Sat1 NRW, Herrn Ischerwood. Er fragt zum einen, der Zusammenbruch des Flugverkehrs hat möglicherweise auch weitreichende Folgen für Nordrhein-Westfalen. Am Flughafen Düsseldorf stehen rund 600 Jobs auf der Kippe, heißt es heute aus Gewerkschaftskreisen. Welche Befürchtungen wecken solche Meldungen bei Ihnen? Und Frage 2, wird es vom Land Nordrhein-Westfalen noch weitere Hilfspakete geben, um wirtschaftliche Folgen abzufedern? Ja, das ist eine ganz wichtige Fragestellung. Sie macht uns noch mal deutlich, dass die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft durch die Corona-Krise viel weitreichender sind als die, die wir in den letzten Wochen allgemeinhin schon beobachten konnten. Das, was wir hier zum Beispiel mit dem Soforthilfeprogramm auch zur Sicherung kleinster Existenzen versuchen abzufedern, das werden wir noch ganz anderer Weise auch im großen Maßstab leider sehen, weil gewisse Branchen strukturell auch betroffen sind. Das sehen wir für den gesamten Bereich Messe, Messewesen, Tourismus, Großveranstaltungen, aber wir sehen es auch für den Flugverkehr. Und die Tatsache, dass nicht nur die Lufthansa, sondern auch andere internationale Airlines unter den Schutzschirm ihrer jeweiligen Hauptsitzländer gehen müssen, um ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern, dass Lufthansa plant, bis zu 10.000 Arbeitsplätze abzubauen, zeigt ja nur, wie die Spitze des Eisbergs, dass gerade in diesen Sektoren noch ganz andere Verwerfungen leider zu befürchten sind. Und der IFO-Konjunkturindikator war auch in einer Weise in den letzten Tagen in seiner Absenkung überdeutlich, dass wir eben auch berücksichtigen müssen in der deutschen Politik und international, dass wir noch vor riesigen Anstrengungen stehen werden, diese Krise wirklich für die Menschen erträglich gestalten zu können. Deswegen müssen wir hier mit Umsicht reagieren, auch was die Sicherung der Infrastruktur, der Fluginfrastruktur anbetrifft. Hier sind Bund und Länder sicherlich gefordert. Bei den großen Flughäfen sehe ich auch die Verantwortung beim Bund, auch den Flughäfen die Möglichkeit zu geben, dass sie
ihre Liquidität sichern können, dass sie ihren Bestand sichern können. Für die, die innerhalb eines Flughafens arbeiten, da adressieren wir natürlich auch unsere Programme. Auch das Soforthilfeprogramm kann natürlich von den Händlern, die dort angesiedelt sind, in Anspruch genommen werden. Die Darlehensprogramme, die Bürgschaftsprogramme, all das hilft, die Steuerstundungsprogramme. Aber es wird sicherlich auch noch eine Weile dauern, diese Infrastrukturen wieder so hochzufahren, dass der Beschäftigungsabbau, der jetzt droht, vermindert werden kann. Ganz vermeiden wird man ihn mutmaßlich nicht können. Und man muss sich da, glaube ich, auch ehrlich machen. Das Ausmaß der wirtschaftlichen Verwerfung wird erheblicher sein, als es im politischen Raum gelegentlich aus meiner Sicht wahrgenommen wird. Dann kommen wir jetzt zu Uli Klose von RTL. Mikro kommt. Sie haben eben gesagt, die Geschäfte sind offen, aber die Umsätze sind noch relativ im Keller. Wie wichtig wäre es denn in diesem Zusammenhang, gerade was Stimmungsumschwung angeht, wenn die Bundesliga wieder ins Geschäft käme? Wäre das ein Faktor, was Stimmung vielleicht positiver macht und die Leute vielleicht auch mehr wieder in die Geschäfte lockt? Also ich denke, alles, was dazu beiträgt, dass wir die zu Recht hohen gesundheitlichen Auflagen hilft zu erfüllen, nochmals möglichst evidenzbasiert und auf der anderen Seite dazu beiträgt, auch die seelische Verfasstheit der Gesellschaft positiv anzusprechen, müssen wir tun. Das ist ganz zentral. Wir sehen es ja für die Familien mit Kindern, wo der Kollege Joachim Stamp ja auch die Betreuungsmöglichkeiten jetzt in Nordrhein-Westfalen verbessert. Es geht um den schrittweise Aufnahme des Schulbetriebs. Es geht darum, dass Menschen ihre eigenen Fähigkeiten auch wieder im Rahmen ihres Berufes, ihrer Nebentätigkeiten auch nachgehen können, sich einbringen können. Die Menschen wollen wieder arbeiten. Wo immer das erlaubt ist, muss das auch möglich sein. Und sie wollen auch, positiv angesprochen werden, zum Beispiel indem sie mitfiebern, ob ihr Fußballverein gewinnt oder nicht. Und deswegen finde ich diese Öffnung der Ligaspiele unter entsprechenden Auflagen, die man ja entwickelt hat, für absolut richtig und auch notwendig. Und wenn das erstmal in Anführungszeichen, ich will das gar nicht Geisterspiele nennen. Es sind Spiele, an denen jetzt Zuschauer nicht in der Arena sind, aber wir sind natürlich dann vom Bildschirm dabei. Das halte ich für richtig. Alles, was gesundheitlich geht, was mit den hohen Anforderungen zur Eindämmung der Pandemie sich in Einklang bringen lassen, müssen wir in unserem Land Schritt für Schritt auch möglich machen. Alles andere halte ich für nicht verantwortlich. Von der Rheinischen Post, Herr Kowalewski, richtet an Sie die Frage, wird es an Sonntagen geöffnete Läden geben, wie es mindestens eine Stadt oder IHK einer Stadt anscheinend will? Also wir haben ja die üblichen Ladenöffnungsregelungen auch an Sonntagen, von denen die Stadträte ja übers Jahr hin Gebrauch machen. Hier gibt es Planungen übers Jahr. Hier hat es den einen oder anderen Fall gegeben, wo ein geplanter verkaufsoffener Sonntag jetzt aktuell nicht durchgeführt worden ist. Das ist in dem Ermessensfreiheit der jeweiligen Kommune gestellt. Darüber hinaus hatten wir für den Lebensmitteleinzelhandel, damit sich das entzerrt, ja die Möglichkeit auch eröffnet, an Sonntagen die Läden öffnen zu können. Das ist unterschiedlich in Anspruch genommen worden. Was übers Jahr jetzt natürlich diskutiert wird, ich finde nicht zu Unrecht, seitens des Handels ist, kann man eine Regelung finden, um durch die Pandemie ausgefallene verkaufsoffene Sonntage möglicherweise nachholen zu können. Das halte ich durchaus für einen Punkt, über den man reden kann. Das werden wir auch prüfen. Ist das eine Frage, die die einzelne Kommune dann in ihrer Entscheidungsgewalt jeweils auch lokal abgestimmt trifft? Oder ob wir hier seitens des Landes auch mindestens eine Empfehlung geben können? Das werden wir uns im Detail ansehen. Herr Strivski vom WDR richtet an Sie zwei Fragen. Zum einen, was Sie von der Forderung des DGB halten, einen Sonderfonds Kurzarbeitergeld Plus aufzusetzen, durch den Unternehmen mindestens 80% Kurzarbeitergeld bezahlen können. Und wie Sie zu der DGB-Forderung stehen, die Kommunen mit mehr Geld statt nur mit Krediten zu unterstützen. Zu letzterem haben wir hier, vorige Woche war es, glaube ich, erst
Herr Lienkämper, Frau Scharrenbach und ich ja vorgetragen, als wir dieses Hilfspaket für die Kommunen, eines der vorgesehenen Hilfspakete vorgestellt haben, nämlich jenes der NRW-Bank, wo es tatsächlich um bürgschaftsunterlegte Kredite geht, einmal für die öffentlichen Unternehmen, für die kommunalen Unternehmen, was wir für außerordentlich wichtig halten, aber auch ein Schirm, damit die Kreditversorgung der Kommune, die allgemeine Kreditversorgung sichergestellt ist im Moment. Beides sehr notwendige Maßnahmen, vor allen Dingen auch, damit der Mittelstand pünktlich sein Geld bekommt, weil viele Mittelständler arbeiten ja auch für Kommunen, Dienstleister, das Handwerk. Und die sind auch gerade auf Liquidität angewiesen. Wir wollen auch, dass weiter investiert wird. Deswegen war dieser Schutzschirm wichtig. Aber es ist ja nur einer von vielen Schutzschirmen. Das hat Frau Scharrenbach hier dargelegt. Das ist im Landtag ja ausgeführt worden, 8-Punkte-Programm, in dem es verschiedene Maßnahmen gibt, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen noch mal erwähnen müsste. Da geht es dann nicht nur um Darlehen, da geht es eben auch darum, dass die Finanzkraft der Kommunen, die durch die Krise jetzt leidet, gezielt auch unterstützt werden kann. Also ein Rundumpaket, wenn man so will, für die Kommunen mit vielfältigen Maßnahmen, wie sie die Landesregierung hier auf den Weg bringen wird. Gibt es hier noch weitere Fragen? Herr Steinhäuser nochmal. Nochmal zu der Soforthilfe. Sie haben jetzt gesagt, über 80% haben das Geld bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was rechnen Sie denn da für einen Zeitraum jetzt noch, bis der Rest geschafft ist? Weil da werden jetzt ja dann doch noch ein paar warten, die vielleicht trotzdem Rechnungen, offene Rechnungen haben. Und was wir hören, gibt es da wohl jetzt relativ viele Spezialfälle, wo nicht so ganz klar ist, ob die jetzt die gleiche Steuernummer haben oder der Fall GBR, der ja auch lange nicht gelöst war. Also wie viele Spezialfälle haben Sie da jetzt noch schlummern und wie lösen Sie die bis wann? Ja, das ist sehr gut, Herr Schlamm, ganz herzlichen Dank. Also in diesen 20% der Anträge stecken zum einen schon wieder die neuen Anträge auch mit drin, die wir, wenn es geht, Mitte, Ende dieser Woche noch zur Auszahlung bereits bringen wollen. Werden also auch einige zigtausende sein, die dann schon zur Auszahlung gelangen. Das andere sind tatsächlich noch Fälle, die wir bearbeiten, wo wir zum Teil auch den Antragstellern geschrieben haben, warum irgendein Problem aufgetreten ist oder wo es möglicherweise aufgetreten sein könnte. Also da sind wir im direkten Austausch auch mit Antragstellern. Das versuchen wir so schnell wie möglich im Interesse der Antragsteller aufzulösen. Aber es ist, wie gesagt, deutlich geschrumpft. Wir hatten eine größere Zahl. Jetzt haben wir durch die 31.000 Auszahlungen, die heute gekommen sind, haben wir sehr vielen, die kommen alle aus der Anfangszeit, sehr vielen schon Gott sei Dank helfen können. Aber es sind noch einige da, das stimmt. Und mit denen sind wir im Austausch und wir hoffen, dass es auch möglichst schnell jetzt abfolgen kann. Dann sehe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Herr Minister, herzlichen Dank für die Ausführungen. Ihnen herzlichen Dank für das Interesse. Haben Sie eine schöne Woche.